Luxembourgish vocabulary. Let's talk today about persönlich Gefühle. Now listen and repeat after me, persönlich Gefühle. Let's start with überrascht sein. Überrascht sein. Example. Ich bin überrascht, dich heute zu sehen. Ich bin überrascht, dich heute zu sehen. Next one. Sich langweilen. Sich langweilen. Ich habe mich auf der Party schrecklich gelangweilt. Ich habe mich auf der Party schrecklich gelangweilt. Next one. Deprimiert. Depressed. Deprimiert. Meine Mom ist seit ein paar Tagen deprimiert. Meine Mom ist seit ein paar Tagen deprimiert. Enttäuscht sein. Enttäuscht sein. Ich bin enttäuscht über deine Antwort. Ich bin enttäuscht über deine Antwort. Jalous sein. Jalous sein. Jener ist jalous auf sein kleiner Bruder. Jener ist jalous auf sein kleiner Bruder. Rosen. Rosen. Ich war so rosen, wie hier mir dat gesot hat. Ich war so rosen, wie hier mir dat gesot hat. And here is your exercise. Übung. How would you translate the following sentence into Luxembourgish? Oh, you are going with us to the cinema. I'm surprised. Now try to write your translation in the comments below this video. And here's my learning tip. When you learn a noun in Luxembourgish, always learn it with its gender. Katz is a feminine noun, so t'katz for the cat and enkatz for one cat. Merci fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Thank you for watching and